So, Claudio, dann mal Butter bei die Fische. Claudio oder Miguel? Claudio. Claudio oder Pizza? Pizza. Pizza oder Pasta? Pasta. Pizarro oder Ailton? Pizarro. Diego oder Naldo? Wow. Diego. Alex Galvez oder Santi Garcia? Boah. Schwer. Ey. Leicht kann jeder. Santi Garcia. Owen Hargreaves oder Giovane Elba? Was ist das denn für Frage, ey? Butter bei die Fische. Muss es eine geben? Es kann nur einen geben. Giovanni. Wenn Fans dich ansprechen, lieber duzen oder lieber siezen? Siezen. Warte mal, was die machen oder was ich möchte gerne haben will? Duzen, duzen, für mich duzen, ja. Aber die fragen immer sie oder die sagen immer, ne? Aber für mich ist duzen. Luis Fonsi oder Marc Anthony? Marc Anthony. Kommen wir mal zu deinen Rückennummern. 10 oder 14? 14. 14, immer 14. 14 oder 24? 14. 14 oder 4? 14. El 14. Genau das. Dreimal ist Bremer Recht oder viermal ist Bremer Recht? Bis jetzt viermal ist Bremer Recht. Was hättest du lieber erlebt? Das Double mit Werder 2004 oder eine WM-Teilnahme mit Peru? Boah. WM-Teilnahme mit Peru. Heimtrikot oder Auswärtstrikot? Heimtrikot. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Alianza Lima oder Deportivo Pesquero? Alianza Lima. Bayern oder Chelsea? Ich weiß, was kommt. Bayern. Was kommt denn? Keine Ahnung. Allianza Lima oder Bayern München? Tja. Schuh. Das ist es schwer. Ich kann nicht einen nennen. Ich erkläre das, warum. Kann ich das ja sagen? Ja, Alianza Lima war die Mannschaft, wo ich vom Kleinen Fan war. Ich habe immer im Stadion gegangen und auf die Tribüne auch. Und ich bin Fan von Alianza Lima. Bayern München, ich habe fast alles in meiner Karriere gewonnen. Und das sind zwei verschiedene Gründe, warum kann ich nicht eine sagen. Sind beide, glaube ich, wichtig. Ich kann nicht eine sagen. Ne? Du musst dich entscheiden. Es wird dann noch schwerer. So, jetzt, dass ihr alles weißt, warum beide, kann ich nicht sagen. Ich werde Alianza Lima sagen, weil da bin ich Fan vom Kleinen und da war ich immer im Stadion, einfach deswegen. Alianza Lima oder Werder Bremen? Es ist das Gleiche wie vorher, das ist schwer. Ey. Aber wie vorher werde ich Alianza Lima sagen, weil das war mein Verein, dass ich bin Fan und wo ich bin, ja, nach Europa gekommen auch und ja, deswegen. Englisch oder Italienisch? Sprache? Englisch. Englisch oder Spanisch? Spanisch. Spanisch oder Deutsch? Spanisch. Kölner Fans oder Bayern Fans? Was ist das, ey? Ihr bringt mir eine Schwierigkeit hier, ey. Wie war die Frage nochmal? Kölner Fans oder Bayern Fans? Puh. Kann ich keinen Ton sagen. Wow.
sind andere. Es ist schwer, ey. Es ist, ich würde Bayern-Fan sagen, weil ich lange Zeit da war und habe ich, wie gesagt, viele Sachen da gewonnen. Aber was ich in Köln erlebt habe, das ist etwas Besonderes, würde ich immer sagen. So ist es schwer zu sein, aber am Ende, glaube ich, werde ich tendenzieren für Bayern-Fans. Bayern-Fans oder Werder-Fans? Ja, gleich kommt was. Ey, das geht nicht, ey. Beides. Beides. Kann ich nicht entscheiden. Ja, vielleicht, boah. Es ist sehr schwer, das. Und ich werde Werder-Fans, weil jetzt bin ich bei Werder und jetzt ist der Grund, warum sage ich das Werder-Fans. Aber beide liebe ich beiden. Das ist okay. Man kann auch mal zwei Sachen machen. Das ist okay. Relaxen am Strand oder lieber eine Stadttour? Relaxen am Strand. Landleben oder Großstadt? Leben. Stadt, glaube ich. Lange Haare oder kurze Haare? Kurz. Bart oder rasiert? Rasiert. Sieht man. Ja, ja. Sneaker oder Lackschuh? Sneaker. Sneaker oder Fußballschuhe? Fußballschuhe. FIFA oder Pro Evolution Soccer auf der Konsole? Ich habe keine Ahnung davon. Ich spiele diese Dinge nicht. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht antworten, weil das, ich habe keine Ahnung davon. Tut mir leid. Ich höre von beides, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gespielt. Das kann ich nicht sagen. Ja, ich weiß es nicht. Aubameyang oder Megabit? Aubameyang. Netflix oder Prime Video? Prime Video. Film oder Serie? Film. Guckst du wirklich Prime Video? Ich gucke keine von beiden. Sie haben nur eine gesagt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich kenne Netflix, weil meine Familie guckt das alles. Serien und Filme und so. Apple Music oder Spotify? Spotify. Becks oder Franziskaner? Boah, Becks. Bier oder Wein? Wein und Rot. Es war nur der Rotwein. Nee, Rot. Wein trinke ich nicht. Hip-Hop oder R&B? Boah. Hip-Hop, ja, Hip-Hop. Rock oder Pop? Puh, Rock, glaube ich. Glaubst du? Ja, Rock, ja. Viertel oder Schlachte? Viertel. Hoeneß oder Alofs? Boah, jetzt kommt wieder so eine Frage. Boah. Das ist, gemein, das gibt ich gar weiß. Nichts, ey. Du darfst es ja auch begründen. Ja, aber ich kann nicht eine entscheiden. Beide haben mich sehr geholfen und beide waren sehr nett. Und ich kann nicht eine nennen. Das geht nicht. Ich mache mal eine Ausnahme. Du kannst ja beide nehmen. Baumi als Spieler oder Geschäftsführer? Boah. Ich glaube, als Spieler. Es ist schwer zu sein. Bis jetzt glaube ich, ich habe mehr Erfahrung mit ihm als Spieler als Sportdirektor oder so. Ich glaube, als Spieler. Bis jetzt kann ich das sagen, ja. Bundesliga oder Europa League? Bundesliga, Europa League. Schuh. Europa League. Europa League oder Champions League? Ah, Champions League. Champions League oder Weltmeisterschaft? Weltmeisterschaft. Lieber ein Kantersieg, 9:2 gegen den HSV, oder Last Minute 1:0 der Siegtreffer? 9:2 gegen den HSV. Gegentor oder Notbremse?
Notbremse. Was war anstrengender, die Vorbereitung in Bremen oder auf Mallorca? In Bremen. Karriereende oder noch ein weiteres Jahr? Ja. Butter meine Fische, ne? Karriereende. Werder 1999 oder Werder 2009? Ich glaube, es war 2009, weil in beide Jahren haben wir in den Finale erreicht vom Pokal. Haben wir in 2009 gewonnen, hatte viel mehr Erfahrung und haben wir das Pokal gewonnen auch. Und ich glaube, deswegen werde ich das nehmen, aber in 99, da war für mich die erste Schritte hier in Europa zu kommen und das war auch etwas Besonderes für mich. So, es ist schwierig, aber ich glaube, ich werde 2009 nehmen. 2009 oder Werder 2019? Ja, bis jetzt werde ich 9 nehmen, aber 19, es ist Zukunft noch, so werden wir sehen. Chelsea TV oder FCB TV? Boah, ich glaube FCB TV. Ich habe mit FCB TV mehr Erfahrung gehabt und ja. Werder TV. Komm noch, ja? FCB TV oder Sky? FCB TV oder Sky? Puh. FCB TV, glaube ich, ja. FCB TV oder Werder TV? Ja, das ist klar. Werder TV. 100%. Ganz sicher. Ja, das war wirklich sehr schwierig, aber ich habe Spaß gehabt. Und hier kann sich abonnieren und hier gibt es noch ein Video.